Ja, hi, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir auf die Fresse gekriegt von Yoritomo und ja, wie man sieht, ich habe das Kamui von Yoshitsune und allen Charakteren mal aufgefüllt, weil wer weiß, was hier genau passiert. Und ja, natürlich sind hier am Speichern wieder die ganzen Gegner aufgetaucht, die mir überall hin folgen, was ich jetzt sehr doof finde. Ich glaube, es ist ja auch mit Busan rum. Mit, falls ich hier irgendeinen Schaden bekomme, wenn ich Yoshitsune direkt in die Fresse kriegt. Und ja, wir versuchen uns dann nochmal an Yoritomo. Ich habe jetzt schon mal am Eingang die ganzen Amalgam-Essenzen eingesammelt und hoffe, dass wir dieses Mal einen erfolgreichen erfolgreichen Kampf hier abschließen können. Weil, ja, das war schon ein bisschen doof. Haben eine schöne Cutscene, die Musik hat sich geändert. Dann kriege ich auf die Fresse, weil irgendwie den sein letzter Schlag immer voll viel abzieht, um mich ja zu töten. Ja. Geil, ne? Na gut. Totale Qualen. Ja, ich habe auf jeden Fall Qualen, da kann ich bezeugen. Und muss ich dann alleine gegen den kämpfen? So, kriegst du erstmal das hier in die Fresse, ey. Ich hätte vielleicht eine Verbesserung nehmen sollen erst. Ja, geht. Erstmal gucken wieder. Nein, hier sind natürlich noch welche, die ich nicht erreichen konnte mit Shizuka. So, dann unter da und das hier, geh du mal da runter. Ja, ja, danke. Ich hoffe, wenn ich den Kampf geschafft habe, bist du ich. Komm mal her. Au! Ich dachte, er wäre direkt hinten gegen Angriffe. Da kämpfen wir hier. Hier ist es besser. So. Allein die Dinger zusammen hat mich schon wieder fast getötet. Geil. Aha. Ja, du fliegst jetzt runter. Seid anfällig gegen Angriffe, finde ich gut. Also immer so in die Leere schlagen, ne? Geht mir so auf die Nerven in dem Spiel. Die Kamera überhaupt nicht mitspielt hier. Das wird mir aufgefallen, ne? Ja, wenn ich den Angriff gemacht habe, ist er voll anfällig. Ich gemerkt. Oh, ach so. Ich kann immer dran gedacht. Dieser dritte Angriff davon, der bringt ihn irgendwie so zum Stun und danach macht er direkt den Kick. Das nutze ich mal jetzt aus. Ja, der ist weit weg. Ja, ah. Komm her. Da. Das ist voll unfair. Ich kann ihn voll ketten. Ich kann ihn voll ketten mit diesem Angriff. Weißt du, wie mal der halbe Kampf hier mit der Kamera ist? Ich hab keine Ahnung. Wenn ich mit dem dritten Angriff treffe, ist er mal gestunt. Da kann ich unendlich auf ihn draufhauen.
Ich darf nur nicht weiter angreifen danach. Okay, er fliegt aber ein bisschen immer weg, habe ich das Gefühl. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe. Hey. Ja, das bringt es auf jeden Fall hier. Ha! Ich habe meins eingesetzt, während er seins eingesetzt hat. Sehr schön. Ich habe was Schönes herausgefunden. Und ich höre auf mit dem Kack. Oh, die Szene haben wir schon gesehen. Er hat es für die Macht getan, ja. Nein. Aber bloß nicht, dass ich diesen Trick nicht ausnutze, um dich zu erledigen. Viel Frust, wie du mir gegeben hast. So, gehen wir mal hier so ein brüllendes Wappen. Perfekt. Nein, dreimal. Kannst du voll ketten, den Typen. Fliegt da runter. Wäre ich ein bisschen übermütig, habe ich das Gefühl. Was? Ist gut, Mann. Auf damit. Bams. Boah, das wäre gut gewesen. Oh, endlich. Meine Güte. わしの甘鋼を持ちください。兄上なら役立てられましょう。できるんだ。父上は甘鋼を前に託した。私にはそれを持つ資格がないのだ。だが魔性金さえあれば甘鋼などなくと。兄上、甘鋼に選ばれたお前には私の思いなど決してわからない。 お前を倒す。私こそが源氏の棟梁にふさわしいことを認めさせてやる。義経。私の前から。 Aber jetzt nicht noch eine zweite Phase, oder? Boah, willst du mich verarschen? Der haut da jetzt bestimmt noch $4 rein, ne? Ja! Oh mein Gott! Oh. Shizuka Busan, ernsthaft? Ich brauche eure Hilfe. Hey, die wollen mich doch verarschen. Den schaffe ich so nicht. Da mein Kamu ist jetzt beinahe voll. Warte mal, da gibt es was. Habe ich irgendwann was Kamu? Natürlich habe ich irgendwann was Kamu. 666, geile Zahl. Oh Mann, das ist jetzt nicht deren Ernst. Der hat mir die Hälfte in meiner Anzeige abgezogen. Das ist doch nicht normal. Wie schnell er jetzt ist. Lass mich raten, den. Und meine Angriffe kratzen jetzt nicht mehr. Doch, tun sie. Komm mal bloß nicht, dass ich von dem Dings hier ablasse. Ja. Jetzt hätte er nur eine Combo hinterherhauen müssen und ich wäre weg.
habe irgendwie Angst. Ja, was? Boah, weh, ich kann den Kampf nicht von hier aus wieder abgehen, wenn ich verliere, ganz ehrlich. Ja, den Kampf kann ich vergessen, den schaffe ich doch nie im Leben. Alter, natürlich hatte der eine Zweitform. Er muss ja eine Zweitform haben, ne? Es ist Genji. Er kann ja nicht einfach sein. So, komm her. Ha. Nein. Da brauche ich nur ein paar Mal treffen und ich bin weg. Jetzt kommt er mit seinem Kamui, weil jetzt wahrscheinlich auch anders ist, ne? Nee, ist jetzt nicht. Nein, ich habe das falsch gedrückt. Ach man. Das hier und weiß nicht. Ja, meine Dinger gehen langsam auch zu Neige. Geil. Oh geil, ich kann ja nicht mehr damit. Das ist kacke jetzt. Weg. Aua. Ich traue mich gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, wenig KP zu haben. Erlaubt mich so schnell weg mit seinen Angriffen. Sehr bezaubernd aus dem Pink, muss ich sagen. Bin stolz auf dich, Bruder. Ma. So, was hier? Nein, aber Verschwendung. Wir mal ein bisschen Kamui. So. Bisher, komm her. Ich hätte wieder den Bonus einsetzen sollen, ich Idiot. Da hat irgendwie nicht viel abgezogen, glaube ich. Oh Mann, das sah so bescheuert aus. Ah! Mann, ich hasse diesen Kampf. Oh. Kannst du jetzt mal aufhören damit? Alter! Der die ganze Zeit den Angriff macht und ich bin noch nicht mal. Ich habe zwei eingesetzt. Ich kann ja nicht einsetzen, wenn ich voll AP habe, oder? Ah, achso, okay. X. Nochmal X. Jetzt Kreis. Bams. Babs!
Es war alles wunderbar in Szene gesetzt hier und so, aber ja, da habe ich mich schon tot gesehen. Wenn man das nur vom Kampf selber sagen könnte. Ey. Okay, der Kampf ist eigentlich auch gut, muss ich sagen. Aber es ist nur kacke schwer. Aua. Ich traue mich nicht mal irgendwie mit ein paar verlorenen AP auf den loszugehen, weil er hat so eine Combo drauf, die mich weghaut wahrscheinlich. Genau die. Ich hab schon wieder nur ein bisschen. Weißt du was? Hier, du nimmst jetzt das hier und ich will das jetzt beenden. Nur eine Wunderpille. Jetzt komm her, Bams. Wenn das nicht dich jetzt weghaut, ne? Glaub schon. So, oh mein Gott. Ach. Weh, jetzt kommt noch was. Wir speichern und nach Hause gehen erstmal. ほかにも この刀を持って受け、私が父上から授かったものだ。今の私にはこれを持つ資格はない。ですが、父上が私に天鋼を託してくれたように、その刀もまた兄上を信じて託されたもの。私はそれを持つことはできません。 Aber noch eins. Okay. Ich habe nur eins bekommen, aber okay. Da ist ein Speicherpunkt. Das war mal wieder ein Ritt. Okay, dann würde ich sagen, wir ballern erstmal die neue Waffe auf. Ich hätte wohl genug Geld haben, um die vollkommen aufzuballern, oder? Higekiri und Uso Midori. Irgendwas grün und weiß ich nicht. Ich werde auch viel zu viel Geld haben. Seelen meine ich. Ich habe keine Ahnung, Punkte. Na, 150. Leider nicht stärker als mein, was ich jetzt habe. Rüsten wir die trotzdem aus. Und warte mal, das hier kommt da hin und das hier kommt da hin. Warte mal, das hier auch mal an erster Stelle. So. Da habe ich anscheinend noch viel zu viel Geld. Ich dachte eigentlich, das wird teurer, aber weiß nicht. Wie stark ist denn die voll aufgeballert? Auch 150. Schade. So, die habe ich noch nicht hochgeballert, okay. Ich tue noch zwei ausgerüstet. Ich die eigentlich nicht mehr benutzt, ich glaube nur mit dem Susanoo rum. Ihre Anfangswaffe ist auch noch nicht voll aufgeballert. Ja, cool. Ein bisschen rumexperimentieren mit der Waffe gleich noch. Furchtbare Shishi.
Ja, Son Goku, der hat auch eine furchtbare Chi-Chi. Okay, dann gut. Aber wie sieht es denn so Gegenstände? Weiß ich nicht. Guck mal, was die Waffe so kann. Okay, das sind die Vierkangriffe. Ja, eins im Dreieck. Okay, der ist immer gleich anscheinend. Okay, ist bei den anderen ja eigentlich auch, ne? Will ich schon sehen. So, und dann die, ja genau. Die sind, ah ja, die sind beide irgendwie so, als hätten sie... Bin ich gar nicht, sieht irgendwie gar nicht gut aus, so wie Waffen vom Aussehen her. Die Dinge sind auch immer gleich. Hat. Der eine sieht aus wie so eine riesige Stecknadel, der eine wie ein normales Katana. Das hat Katana, da ist die Stecknadel. So, haben wir jetzt hier alle Dinger. Mich jetzt interessieren. Ich bin schon oft hier runtergefallen, da unten ist leider nichts. Heißt, wir können jetzt hier speichern und weitergehen. Im nächsten Part allerdings. Wollen wir nicht, wo weit der Kampf vorbei ist, der war anstrengend. Ein oder andere Impuls ist da auch zum wie nennt man das? An die Oberfläche gekommen, sag ich mal. Na gut, dann speichern wir ja. Ja, fast. Speichern wir hier und machen uns dann weiter in die Gefilde von die letzte Schlacht. Ah. Okay, sind wir jetzt schon so vom finalen Boss mehr oder weniger? Keine Ahnung. Die ist ja nur ein paar Schritte vor uns gewesen. Vielleicht ist sie ja schon da und wir sind vom finalen Kampf. Keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich viel schwer. Aber, das werden wir ja in der nächsten Folge sehen von Let's Play Genji Death of the Blade. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.